Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Try XCOM 2. Wir befinden uns nach einer spektakulären Rettungsaktion aus dem fiesen Alien-Labor in unserer geheimen Basis irgendwo am Arsch der Welt, würde ich mal stark vermuten. Und der Persona, die wir hier gerade irgendwie verkörpern, dem Commander, wurde in der letzten Folge so ein fieser Chip aus dem Gehirn rausgezogen. Yo, damit möchte man doch seine Karriere gerne ein weiteres Mal beginnen. Ich soll in den Forschungsbereich gehen, das werde ich jetzt mal machen. Ma! Beeindruckend, nicht wahr? Er kann unglaublich viel Energie erzeugen. Und er ist für Menschen völlig harmlos. Wenn man das nur auch vom Rest der Alien-Technologie behaupten könnte. Commander, Dr. Richard Tigan, Wissenschaftsoffizier. Ich bin für unsere gesamte Forschung hier verantwortlich. Und auch für die Operation, die Sie kürzlich durchgemacht haben. Das ist mein Labor, wenn man so will. Ich weiß nicht, was Central Ihnen gesagt hat, aber wir fanden etwas, als wir Sie aus dem Alien-Stasis-Anzug holten. Ein Gerät, das in Ihren Okzipitallappen implantiert war. Wenn ich Zugang zur Ausstattung hätte, die mir während meiner Zeit bei Advent zur Verfügung stand, wüsste ich bereits, wie es genau funktioniert. Aber mit etwas Zeit und Ihrer Zustimmung, Commander, werde ich es herausfinden. Was mich gleich zu einem weiteren Punkt bringt. Auch wenn Teile dieser Einrichtung echt beeindruckend sind, bin ich nur ein Mann. Mit zusätzlichem Personal und mehr Ressourcen könnte ich das Tempo unserer Forschungen erheblich beschleunigen. Bis dann, Commander. Aha. Commander, auf Ihren Befehl werde ich den Advent Chip nach möglichen Erkenntnissen bezüglich seiner Funktion erforschen. Okay, also ich denke mal, es ist jetzt grün, das sollten wir vielleicht mal erforschen. Wir werden sofort mit den Arbeiten beginnen, Commander. Schneller Fortschritt. Sie hören von mir, wenn der Bericht verfügbar ist. Okay. Diese Forschung wird Teugen eine Weile beschäftigen. In der Zwischenzeit sollten Sie der Waffenkammer einen Besuch abstatten. Aha. Commander, Jane Kelly hatte großen Anteil am Einsatz zu ihrer Befreiung. Sie hat ausreichend Erfahrung für eine Beförderung gesammelt. Darum sollten wir uns jetzt gleich kümmern. Okay, also ich sollte sie jetzt zu irgendwas anderem machen als RKT. Rekrut, okay. Na? Der Ranger ist unsere wichtigste Aufklärungseinheit. Er kann sich unabhängig in Verborgenheit bewegen und Gegner im Nahkampf angreifen. So, sie ist jetzt ein Private und sie kann einen Schwerthieb. Greife beliebige Gegner innerhalb deiner Bewegungsreichweite mit der Waffe Schwert an. Cool. Das war ein guter Start. Unsere Truppen werden immer stärker, je mehr Erfahrung sie sammeln. Mhm. Commander, auf die Brücke. Also permanent werde ich von irgendeiner komischen Stimme rumbefohlen. Dann gehen wir doch mal auf die Brücke. Ich habe Sie gehört, Shan. Wenn wir das Ding kriegen, erfahren Sie es zuerst. Nicht autorisierte Präsenz entdeckt. Commander! Einen Moment bitte. Echelon-Protokoll ausführen. Achtung! Wechsel des Kommandos bestätigt. Ich wünschte, es wäre ein wenig feierlicher, aber wir haben es geschafft. Eine lokale Widerstandszelle hat diesen Hybrid-Magnet-Energiewandler ausfindig gemacht, den Shen unbedingt haben will. Sie haben das Gerät zu einem Advent-Konvoi in der Nähe zurückverfolgt und versuchen einen Angriff. Wenn wir diesen Wandler heil hierher schaffen, könnten wir hier alles zum Laufen bringen und den Aliens endlich einen richtigen Krieg bieten. Ein Trupp ist bereit und kann auf Ihren Befehl loslegen, Commander. Geben Sie einfach den Befehl. Aha. Na, das ist ja mal nice. Ah, das ist ja schon mal schön. Ich habe hier gleich zwei von meinen selbstgemachten Soldaten mit dabei. Nämlich den Rekruten Limshan und den Rekruten Blex. Das ist ja mal cool. Ausrüstungsgegenstände freigeben. Ihr dürft das alles mitnehmen. Also ihr kriegt Granaten, Schrotflinten, Sturmgewehre. Klingt gut. Entferne sämtliche Ausrüstungsgegenstände von allen Soldaten, die nicht für den aktuellen Einsatz ausgewählt sind. Nee, das wollen wir jetzt nicht.
Wir haben hier Private Kelly, die ein Ranger ist, und der Rekrut Limshan und der Rekrut Lex und der Rekrut Yamamoto, die haben noch keine direkten Jobs. Okay, ich werde jetzt mal den Einsatz starten. Gucken wir doch mal. Die Sache geht doch total in die Hose, das sehe ich schon. Irgendwie haben an modernen Die Kommunikation zu den Widerstandstruppen in diesem Gebiet ist erloschen. Das kann nur eins bedeuten. Diese Menschen haben alles geopfert, um uns diese Chance zu ermöglichen. Wir müssen diesen Wandler um jeden Preis bergen. Na, das klingt ja geil. Neutralisiere alle feindlichen Ziele, Advent-Energiewandler bergen. Okay. Na, dann fliegen wir mal hin, wa? Ja, ist okay. Ah, zum Start beliebige Taste drücken. Und hier sehe ich hier mein motiviertes Team an Leuten, die gerne kämpfen möchten. Das ist ja mal... Ich finde das richtig geil, diese Optik. Alle voll cool drauf hier. Sehr geil. Na dann, beliebige Taste drücken. Und ab. Boah, ultra scharf. Commander, ich habe das Gerät gefunden, aber es scheint, als wäre es im Kampf beschädigt worden. Die Energiewerte spielen verrückt. Uns bleibt wohl nicht viel Zeit, bevor es explodiert. Okay. Shen arbeitet an einer Möglichkeit zur Stabilisierung des Dings. Aber dafür müssen wir nahe genug ran, um auf seinen Kern zugreifen zu können. Bleiben Sie im Schatten, bis wir die Lage geklärt haben. Mhm. So, dann werde ich jetzt einfach mal so ein bisschen vorrücken. Was sind denn das hier für Dinger? Keine Ahnung, irgendwie so rote Teile. Und dann laufe ich doch mal hier hin. Dann mal los. Zopp. Der rückt auch vor. Ey, in der Kälte läuft die hier auf halb über. So, Spade darf hier hin. Copy that. Und unsere Rangerin darf mal hier lang. Schon unterwegs. Wo sind denn hier Aliens? Ah nee, die bewegen sich da hinten irgendwo und wir wissen natürlich nicht, wo genau sie sich bewegen. Okay. Boah. Okay, das kann jetzt so richtig in die Binsen gehen und na? Alles klar. Okay, da brennt's. Da wollen wir nicht hin. Move, move, move! Beweg dich, Junge. So, du rückst mal hier entlang nach vorn. Upsa. Location confirmed. Und unsere Rangerin muss ein bisschen mehr rennen, wie es ausschaut. Nämlich da lang. Los geht's! Ah, sie ist die Heldeneinheit, deswegen verfolgen wir sie. Okay. Ich kann noch ein Stückchen weiter vor. Na, das sieht ja schon mal ein bisschen... Boah, das sieht echt fies aus hier, Mensch. Vor allem, wenn ich mir das hier so angucke, ist halt die Frage, wo sind die Jungs? Weil ich sehe die ja auch nicht, ne? Die haben sich ja hier irgendwo versteckt. Wie weit komme ich denn? Komme ich hier überhaupt so weit? Ja, komme ich. Also ich könnte mich jetzt hier davor verstecken und hoffen, dass die da vorne irgendwo sind oder hier da... Oh, Alter, das ist ja mal kacke. Das wäre natürlich ungesund hier. Boah. Komme ich hier lang? Nee, so weit komme ich nicht. Shit. Das ist alles so eine miese Deckung hier. Na komm. Und ab geht's. Renn mal. So, wo ist denn... Da bist du, okay. Du gehst mir hier lang. Solid copy. Objective sighted. Okay, sie sollten die Sicherheitsprotokolle dieses Dings hacken können, um es zu stabilisieren. Shen lädt gerade den Code hoch. Mhm. Affirmative.
Die Advent-Offiziere scheinen fähiger als die normalen Fußtruppen zu sein. Wir wissen aber nicht, ob es an der Ausbildung oder der Gedankenkontrolle liegt. Commander, wir haben die Chance, Ihnen richtig weh zu tun. Stellen Sie sicher, dass wir unseren Vorteil optimal nutzen, bevor Sie den Kampf eröffnen. Mhm. Sie ähneln den Sektoiden, auf die wir erstmals während der Invasion trafen. Aber ihre Genstruktur enthält nun auch menschliche DNA. Sie sind stärker denn je und ihr psionisches Potenzial ist noch höher. Okay. Bis dahin komme ich nicht hin. Also da lang. Ab geht's. Die laufen einfach nur hier, okay. Wow. Das sind ja hässliche Viecher. Die Kids. Position bestätigt. So, Junge, du hast jetzt... Das war Feuerschutz. Das ist Entdeckung hier. Okay. Also ich probiere es jetzt mal mit dem Feuerschutz. Und der macht das jetzt hier auch. Eyes on the prize. Und sie bewegt sich jetzt hierhin. Oh, sie könnte natürlich eine Granate werfen. Das wäre ja fies. Dann haben wir aber gleich alle irgendwie im Kampf, oder? Also wenn ich die jetzt da hinwerfe, dann schmeiße ich wahrscheinlich die Granate so, dass mein Ziel auch noch hochgeht. Das wäre jetzt ein bisschen kacke. Wo ist denn das komische Viech? Das habe ich doch hier irgendwo. Hm, egal. Ich glaube, ich werfe die auf die Jungs hier. Werfe Granate! Sie haben uns entdeckt! Zum Ausflug! Okay. This one might be carrying something. Sehr schön. Diese Einheiten bilden den Großteil der Advent-Truppen, mit denen wir zu tun haben. Sie sind diszipliniert und gut ausgerüstet, aber ihr Gehorsam macht sie berechenbar. I'll get them next time. Stehe unter starkem Beschuss! Okay, wenigstens schießen die Gegner auch. Wenigstens schießen die Gegner auch daneben. Bin getroffen! Au! Das ist mal fies, okay. Okay, dann wirst du jetzt erstmal hier angreifen. Nämlich, ganz ehrlich, der Junge steht direkt hinter dir. Aha. What? Wie geht das? Alter! Am Ziel vorbeigeschossen! Oh! Alter Schwede, das ist doch mal peinlich. So, die beiden hat es irgendwie zerlegt, das ist ja schon mal schön, nur... Mal gucken, bei wem hat er eine Chance? Puh. Ich probier's. Einer weniger. Enemies down. So, du könntest jetzt auch schießen. 44, das ist wenig.
Nee, so weit komme ich nicht, also muss ich schießen, okay. Einer weniger. Got him. Jane Kelly, du wirst dich jetzt hierhin begeben. Was war 2? Ah, Feuerschutz, das ist gut. Bin dabei. Ah, fuck. Schade. Das ist nicht gut. Das sieht hässlich aus. Commander, uns läuft die Zeit davon. Wenn wir den Wandler nicht bald stabilisieren, kehrt heute wohl niemand mehr zurück. Granate! Ein Viech halbwegs tot, okay. Na dann. Komm, Lexi, das machst du. Nein! Ach Mann! Alter! Toss me some ammo! Bin dabei! Okay, das ist ja mal ein hässliches Vieh. Der macht jetzt irgendwelchen blödsinnigen Scheiß, okay. Voll in Panik. Okay. Also schießen ist nicht, ne? Das ist doof. Dann muss er wirklich tatsächlich vorrücken. Wo ist denn hier eine Deckung? Hier ist überhaupt keine Deckung. Shit. Ranger verfügen über einzigartige Ausrüstung für den Nahkampf. Ja, du sollst keinen Nahkampf machen, Mädchen, Situation du sollst hacken. Extrem effektiv sein. So, hack mal Blick hier. Wert. Nicht kaputt machen, bitte. Na? Puh. Gut gemacht. Die Werte normalisieren sich. Nun, zumindest fast. Firebrand ist auf dem Weg, aber gehen Sie kein Risiko ein. Schalten Sie vor der Evakuierung alle verbleibenden Feinde im Gebiet aus. Okay. Du bist unser Ranger, das heißt, ich werde dich mal hier irgendwie platzieren. Das sind so fiese Ölfässer. Ich weiß nicht, ob mir das gut gefällt. Shit. Na, lieber hier hin. Verstanden. Bewege mich zum Ziel. Na, was macht das Viech? Na komm, hör auf zu zaubern, Kackviech. Die Toten finden keine Ruhe. What? Die Aliens können sie per Gedankenkontrolle steuern. Wie hart ist das denn jetzt? Okay. Aha.
Okay, ein Viech weniger. Neutralisiert. Alter Schwede. Wie hart ist das denn? So, Nuke, du solltest hier drin. Warte mal, du hast doch noch eine. Granaten machen Freude. Get ready for a surprise. Meines 1-5, Status bestätigt, Mission erfüllt. Yes! Jawoll, Aliens gesprengt, so gehört sich das. Wertung ausgezeichnet. Okay, immerhin, wir haben es hingekriegt, wir haben das Teil geholt. Puh! Ich glaube, wir können ganz zufrieden sein, auch wenn es hier Verletzte gab. Aber ich schätze mal, ohne geht's schwierig. Größter verursachter Schaden, Reynold A. Nuke Limbschaden. Mhm. Hallo? Unsere Soldaten haben sich redlich verdiente Beförderungen erarbeitet, Commander. Und Shen wird vermutlich auch mit ihnen reden wollen. Mhm. Also, den werden wir erstmal hier befördern, ne? Spezialisten setzen auf dem Schlachtfeld Roboterdrohnen ein, die zu unserer fortschrittlichsten Ausrüstung gehören. Diese können für den Kampf oder für medizinische Dienste ausgestattet werden. Gute Sache. Grenadiere sind unsere Sprengstoffexperten. Sie setzen schwere Sprengkörper ein, wann und wo immer wir sie brauchen. Sprengdinge! Fein! Das freut mich doch! Was haben wir hier? Blacks! Wie der Name schon sagt, greifen unsere Scharfschützen feindliche Ziele aus enormer Distanz und mit tödlicher Präzision an. Für den Fall eines Zusammenstoßes im Nahkampf sind sie außerdem im Umgang mit Pistolen geübt. Das ist doch mal nice. Da freue ich mich. Ja, das lief doch ganz gut. Diese Gegenstände sollten uns in unserem Kampf gegen die Aliens behilflich sein. Haben Sie einen Moment Zeit, Commander? Ich habe einige interessante Dinge in Bezug auf das Implantat herausgefunden, das wir aus Ihnen herausgeholt haben. Spielzeug, das wir da gefunden haben. Okay, also ich sollte jetzt im Labor vorbeigucken, hieß es. Das machen wir noch eben. Die Technikabteilung, okay. Hui. Okay, ich habe den Repulsoren mit Teilen ihres alten Antriebs versehen. Das sollte dein Stabilisierungsproblem lösen. Komm schon, Rover. Das wird schon. Commander! Unsere Technik mit ihrer zu verbinden ist nicht so leicht. Lily Shen, Schiffsingenieurin. Zu ihren Diensten. Sie haben wahrscheinlich meinen Vater erwartet. Nach allem, was passiert ist, hat Central wohl noch nichts gesagt. Er ist tot. Dad hat alles getan, um uns so weit zu bringen. Das ganze Schiff ist sein Lebenswerk. Ich weiß, er hätte ihm gerne selbst alles gezeigt. Er hat viel von ihnen erzählt. Aber ich werde das beenden, was er angefangen hat. Sieht nicht so aus. Aber ich kann von hier aus so ziemlich alles herstellen, was sie brauchen. Und mit etwas mehr Hilfe werden sie erstaunt, was ich für sie tun kann. War mir eine Ehre, sie kennenzulernen. Commander.
Ich kann keine Wunder versprechen, Commander. Aber einiges davon kann ich wahrscheinlich im Handumdrehen zusammensetzen. Okay. Ich schlage vor, dass wir mit einem Medikit anfangen. Wir werden es sicher schon bald brauchen. Ich sehe schon, das ist das Einzige, was ich machen kann. Also basteln wir alles das Teil. Klar, Commander. Tigan scheint Fortschritte bei seiner Forschung gemacht zu haben. Wir sollten ihn im Labor besuchen. Na, dann gucken wir doch mal. Dieser Entwurf beruht auf meinen früheren Forschungsergebnissen. Wenn ich das geahnt hätte. Ah, Commander, exzellentes Timing. Es gibt Fortschritte. Ich kenne jetzt etliche Schlüsselkomponenten des Chips, der aus Ihrem Schädel stammt. Meiner Analyse nach diente er primär als eine Art Leitung, um große Datenmengen direkt an Ihre Großhirnrinde zu senden. Nach Trennung der primären Verbindung sind viele der Daten verloren. Einige Bruchstücke bleiben jedoch Geister, wenn man will. Sehen Sie. Taktische Kampfsimulationen. Kriegsspiele. Sie haben eine unfassbare Menge von Kämpfen verarbeitet. Es ist im Grunde ein Wunder, dass Sie so lange überlebt haben. Auch wenn das beunruhigend wirkt, hat es doch was Gutes. Dieser Chip ähnelt stark einem medizinischen Implantat, an dessen Entwicklung ich in der Gentherapieklinik in New Providence beteiligt war. Soweit ich weiß, waren diese Implantate nur für hochrangige Advent-Offiziere gedacht. Captains oder höher. Wir müssen einen Chip von so einem Offizier bergen, um sicher zu gehen. Ein besseres Verständnis dieser Implantate wäre uns von großem Nutzen, Commander. Hinzugefügt. Okay, also ich muss einen Advent-Offizier-Leichnam anschaffen, so wie es aussieht. Die Advent-Offiziere wurden eindeutig modifiziert, um ihren Untergebenen Befehle auf psionischem Wege zu übermitteln. Der Chip ist der Schlüssel. Wir waren gezwungen, bei minimaler Vorbereitungszeit eine extrem invasive Operation am Commander durchzuführen, um ein sorgfältiges mit dem Okzipitallappen verwobenes Implantat zu entfernen. Auch wenn alles darauf hindeutete, dass das Gerät nicht zur Entfernung vorgesehen war, ließen uns die Bedenken hinsichtlich der potenziellen Lebensdauer des Commanders und einer möglichen ferngesteuerten Manipulation durch die Aliens keine Alternative. Trotz meiner Bedenken verspürt der Commander bislang keine bleibenden Nachwirkungen infolge der Operation und scheint sich schneller zu erholen als erwartet. Was den Chip selbst angeht, sind meine ersten Erkenntnisse gelinde gesagt alarmierend. Das Gerät wird von der latenten Energie des Trägerhirns, in diesem Fall vom Gehirn des Commanders, psionisch gespeist. Doch weitaus wichtiger ist, dass das Gerät als Sender und als Empfänger zu dienen scheint und die Informationen über eine apsionische Verbindung überträgt. Selbst nach seiner Entfernung musste ich das Gerät abschirmen, um die verbliebenen psionischen Felder einzudämmen, die das Gerät umgeben, aus Angst vor dem, wozu das Gerät in der Lage sein könnte. Sollte sich meine Theorie als richtig erweisen, könnte der Commander eine wichtigere Rolle bei den Operationen von Advent gespielt haben, als wir uns je hätten vorstellen können. Erteigen. Eieiei. Und jetzt kann ich mir aussuchen, was ich forschen möchte, und jetzt mache ich mal so Modularwaffen. Die Magnetgewehre, die von den Advent-Truppen eingesetzt werden, sind unglaublich komplexe Waffen. Die Gewehre zerstören sich von selbst, wenn ihr ursprünglicher Benutzer stirbt, aber wenn wir uns anstrengen, sollten wir in der Lage sein, die geborgenen Teile zur Verbesserung unserer eigenen Waffen einzusetzen. Okay. Dieses Forschungsgebiet zählt für mich zu den faszinierenderen Optionen. Wir fangen sofort an. Ich melde mich, wenn ein vollständiger Bericht verfügbar ist. Es scheint, als hätte Shan dieses Modul zum Laufen gebracht, Commander. Wir erwarten Sie auf der Brücke. Okay, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Danke, dass ihr dabei wart, während ich meine erste lustige Mission gemacht habe und mal ordentlich Aliens gesprengt habe. Mal schauen, wie weit wir noch kommen. Wir sehen uns also in der nächsten Folge des Let's Tries von XCOM 2. Macht es gut bis dahin und tschüss.